Ich möchte erst mal klar haben, was sagt denn die Bibel, also was gibt es da so verschiedene Vorstellungen. Da haben Sie ja selber eingeräumt, dass es die von Ihnen bekämpfte Vorstellung hier tatsächlich gibt. Mhm. Und da sind wir schon mal einen ganzen Schritt weiter. Denn sind wir uns wenigstens darüber einig, wir müssen uns vor allem darüber unterhalten, wie man diese Botschaft heute weitersagen kann. Das ist die eigentliche Aufgabe. Und da würden sich unsere Wege trennen. Aber wir halten doch zunächst mal als Konsens fest, dass es die Vorstellung vom stellvertretenden Sühnetod oder von der Stellvertretung überhaupt in der Bibel gibt und dass sie dort auch, also sage ich jetzt mal, eine ganz zentrale Rolle spielt. Was wir damit machen und ob wir das jetzt alles gleich verstehen und ob wir da in jeder Predigt oder ob wir das gar zum Zentrum der Verkündigung machen müssen, das steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber zunächst sollten wir mal zur Kenntnis nehmen, dass es eine Zentralstellung in der Bibel und auch in den Bekenntnisschriften einnimmt und dass man sich deswegen nach meiner Einschätzung jedenfalls so, wie Sie es tun, nicht drüber hinwegsetzen kann. Also Sie setzen sich, ich will da jetzt mal deutlich widersprechen, Sie setzen sich darüber hinweg, dass es wirklich sehr, sehr viel unterschiedliche Vorstellungen gibt, diese Sache auszudrücken. Was wer Jesus ist, ganz unterschiedlich. Und Sie sagen immer, das Zentrale ist und Zentrale ist. Die schließen sich aber ja, nicht aus. Ja, ich habe dich gehört. Diese unterschiedlichen schließen sich aber nicht aus. Ja, aber den muss man doch mal differenziert ansehen. Die schließen sich auch zum Teil aus. Die Vorstellung von der Erlösung bedeutet zum Beispiel, kommt vor, Markus 10, 45, als Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, sondern dass er diene und gebe sein Leben zu einer Bezahlung für viel. Da ist die Vorstellung von der Bezahlung da. Dieses Geld, was sein Leben bedeutet, zahlt er nicht an Gott, wie in einer anderen Vorstellung, sondern an irgendwelche anderen Mächte. Das weiß man nicht genau, was damit gemeint ist. Das können der Fluch sein, den das die Sünde mit sich bringt. Das kann, können aber auch irgendwelche unheimliche Mächte, Sünde als Macht, als Sündenmacht gesehen kann das sein. Aber es ist Stellvertretung. Ja, das ist nicht so toll. Indem Sie den Begriff Stellvertretung einführen, und deswegen bin ich ja dagegen, holen Sie alles zusammen, anstatt zu sehen, das ist eine ganz andere Vorstellung als die von einem stellvertretenden Sühne. Das ist zweierlei. Ich muss doch kein systematisches Lehrgebäude entwerfen, wo das alles reinpasst. Sondern also gerade von dem Ansatz der Vielfalt des biblischen Zeugnisses her, den Sie vertreten, kann ich doch und muss ich doch sagen, also sehr wahrscheinlich hat alles sein Recht zu seiner Zeit und manches vielleicht sogar ist von zentraler Bedeutung und da schaue ich mir mal dann die Zeugnisse der Väter an und die Bekenntnisse und so weiter und da werde ich auf alle diese Dinge werde ich da zurückgreifen können. Da komme ich nicht zu dem Ergebnis, man sagen, also die haben sich ja wirklich da, also sie haben sich völlig verrannt, sind jahrhundertelang in völlig falsche Richtung gelaufen oder sogar zu sagen, schon das Neue Testament, also die biblischen Autoren sind in die Irre gegangen und die müssen wir schleunigst korrigieren, sondern da würde ich mich schon mal erstmal lieber von der Tradition belehren lassen, welche Möglichkeiten es da gibt. Also, ich muss hier nicht, hier geht es nicht darum, so eine Dogmatik jetzt zu entwerfen, wo alles seinen festen Ort hat, sondern hier geht es darum, sozusagen der Vielfalt und dem Reichtum des biblischen Zeugnisses seinen Platz zu geben, das in seiner Vielfalt Verbindlichkeit beansprucht. Ganz richtig. Und deswegen darf man nicht so schnell die Flinte ins Korn werfen und sagen, also damit... Ja, Sie sagen ja nicht nur, dass Sie damit nichts anfangen können, sondern Sie sagen ja sogar, dass es gefährlich oder sogar, dass die eine Vorstellung der anderen so widerspricht, dass sie sich ausschließen und dass man sich deswegen dann sozusagen ein für alle Mal entscheiden muss, was man nimmt und was man verwirft.